Auf dieses Haus sind heute die Augen der Welt gerichtet. Im Oktober 46 fällen die Sieger das Urteil über Hitlers Helfer. Der Prozess zu Nürnberg, einzig in seiner Bedeutung für die Menschheit. Vor Gericht die verbliebene Führungsriege eines untergegangenen Reiches. Ihnen gegenüber eine einzigartige Ansammlung prominenter Beobachter. Schriftsteller wie Erich Kästner, Erika Mann oder Alfred Döblin. Ein kommender Kanzler wie Willy Brandt. Und auch sein späterer Widersacher, DDR-Geheimdienstchef Markus Wolf. Beobachter von Weltrang und aus aller Welt. Ihr ganz eigener Prozessbericht, jetzt in ZDF History. Das Nürnberger Justizgebäude ist in weitem Umkreis von amerikanischer Militärpolizei abgesperrt. Neben den Stufen des Gebäudes zwei Posten mit aufgepflanztem Bajonett. Nur die Menschen mit Spezialausweisen dürfen passieren. Er selbst auch. Mit Büchern wie Emil und die Detektive hat Erich Kästner Kinderherzen erobert. In Artikeln, Gedichten und Romanen auch politisch Position bezogen. Bis die Nazis sie verbrannten. Nach dem erzwungenen Schweigen ergreift er nun in der Neuen Zeitung wieder das Wort. Endlich stehe ich in dem Saal, in dem der Prozess stattfinden wird. Die Scheinwerfer an der Balkendecke strahlen auf. Jetzt sitzen also der Krieg, der Pogrom, der Menschenraub, der Mord en gros und die Folter auf der Anklagebank. Riesengroß und unsichtbar sitzen sie neben den angeklagten Menschen. Man wird die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen, ob es gelingt. Die Richter erscheinen. Die beiden Russen tragen Uniform. Man setzt sich wieder. Die Männer in der eingebauten Rundfunkbox beginnen fieberhaft zu arbeiten. Aus 5 hoch in den Wänden eingelassenen Fenstern beugen sich Fotografen mit ihren Kameras vor. Die Pressezeichner nehmen ihre Skizzenblocks vor die Brust. Alle Augen sind auf die Angeklagten gerichtet. Vor Gericht stehen über 20 führende Funktionäre des NS-Regimes. Die Ankläger haben versucht zu zeigen, aus ganz verschiedenen Bereichen des deutschen Staates, der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Kultur, sind da Menschen involviert gewesen. Und da sucht man die wichtigsten Persönlichkeiten raus. Guilty or not guilty? Wie Göring, der als ehemaliger Reichsmarschall für das Militär und fürs Innenministerium stand. Die Orden sind verschwunden. Eine Art Chauffeursjacke ist ihm übrig geblieben. Er ist schmaler geworden. Göring hat er natürlich wahnsinnig abgenommen. Die Uniform, die schlotterte. Aber er hat sich immer noch als Zar gefühlt. Wenn er seinen Namen hört, merkt er auf. Hermann Wilhelm Göring. Dann nickt er zustimmend. Ich kann nur sagen, er war furchtbar von sich eingenommen. Er hielt sich für den Größten, den Besten, den Wichtigsten, fühlte sich stets im Recht. Göring versuchte, die Angeklagten zusammenzuhalten und ermahnte jeden: Sag nichts Schlechtes über den Führer. Und er duldete keinen Widerspruch. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Oder Ribbentrop, also der deutsche Außenminister, stand da vor Gericht. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Joachim von Ribbentrop sieht aus wie ein alter Mann. Grausträhnig ist sein Haar geworden. Er hält das Kinn hoch, als koste es ihm Mühe. Wie Keitel, der für die Armeeführung stand. Ich bekenne mich nicht schuldig. Auch Keitel ist etwas schmaler geworden. Er sitzt in seiner tressenlosen Uniformjacke ernst und ruhig da, wie ein Forstmeister. Oder Albert Speer, der Architekt Hitlers. Er war sozusagen für die Effizienz der Rüstungsindustrie verantwortlich und er hatte in dieser Kapazität auch Sklavenarbeiter in großer Zahl in den Tod getrieben.
um Munition für die Wehrmacht herzustellen. Albert Speer. Nicht schuldig. Da war aber auch jemand wie Schacht, der sozusagen eher die Wirtschaft repräsentierte als Reichsbankspräsident. Das heißt, es wurden viele Bereiche aus der Gesellschaft repräsentiert. Es ist schon etwas, da auf der Anklagebank in Nürnberg nebeneinander als arme Sünder die Träger der bis dahin gewaltigsten Namen des Landes zu sehen. Der gefürchtetsten Namen. Jeder Name eine Totenglocke. So hat sich das Rad des Schicksals gedreht. Sie sind zu Boden geworfen. So notiert auf dem Zuschauerrang der Schriftsteller Alfred Döblin, Autor von Berlin Alexanderplatz. Die antisemitische Verfolgung hat ihn aus seinem Land vertrieben. Für ihn ist dies eine Stunde der Hoffnung. Der Vorhang hat sich gehoben vor einem entscheidenden Akt der Menschheitsgeschichte. Das Utopische ist Ereignis geworden. Dass vier große Nationen nicht Rache üben, sondern ihre gefangenen Feinde freiwillig dem Richterspruch des Gesetzes übergeben, ist eines der bedeutsamsten Zugeständnisse, das die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat. Hiermit klage ich an. Wo wurde jemals Anklage erhoben wegen Verbrechen gegen den Frieden? Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Das war in der Tat eine außerordentliche Neuheit. Niemals zuvor wurden hochrangige Militärs und Staatsmänner für Kriegsverbrechen, Angriffskriege und Verbrechen gegen die Menschheit zur Rechenschaft gezogen. Der Anklagepunkt Verbrechen gegen die Menschheit ist neu. Erstmals urteilt ein internationales Gericht über Straftaten von Staats wegen begangen, bis dahin als innere Angelegenheiten tabu. Es kommt uns vor, als ob wir da nicht bloß als Zuschauer säßen. Wir fühlen uns intensiv beteiligt und debattieren unter uns, wie wir beteiligt sind. Viele sind dafür von weit her angereist. Wie der 1933 emigrierte Sozialdemokrat Willy Brandt. Für skandinavische Zeitungen berichtet er nun aus seiner Heimat. Eine Wiederentdeckungsreise. Ich war in die Stadt der Meistersinger und Reichsparteitage gefahren und kam wie die anderen akkreditierten Journalisten auf dem dafür hergerichteten Anwesen der Bleistiftdynastie Faber-Castell unter. Im Englischen wurde daraus Faber Castle. Unter einem Schlossleben stellt man sich allerdings etwas anderes vor als Schlafsäcke und Feldbetten. Doch zur Einstufung als War Correspondent passte dies wieder ganz gut. Aus anderer Richtung kommt ein Emigrant, der mit seiner Familie im Krieg nach Moskau ausgewichen war. Markus Wolf nutzt kurzerhand seinen sowjetischen Pass, da nur wenige deutsche Reporter Einlass erhalten. Und erlebt so, welche Welten die Siegermächte trennen. Es sprach sich wahrscheinlich unter dem Personal rum, jetzt sind Russen da. Und als dann das Essen aufgetragen war, da hörte man also flüstern, die essen ja mit Messer und Gabel, also dass Russen, sagen wir mal, nicht den Löffel aus dem Stiefelschaft ziehen und nun schmatzend essen, so wie es in einigen Hollywood-Filmen ja auch dargestellt wurde. Das erregte schon Aufsehen. In altfränkischer Kulisse treffen Weltliteraten auf Überlebende des Nazi-Terrors, Frontsoldaten auf Emigranten. Alle eint sie die Suche nach Antworten. Wie konnte es zur Katastrophe kommen? Wer hat sie entfacht? Und wie lässt sich so etwas künftig verhindern? Viele haben Leid und Tod erfahren. Und das Leben noch vor sich. An der Bar wurde manches interessante, gewiss auch manches törichte Gespräch geführt. So ging es mir ein wenig auf die Nerven, dass Erika Mann vorgab,
Sie können nicht mehr Deutsch reden. Ladies and Gentlemen. Nicht nur die Tochter des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann trägt einen bekannten Namen. Die Entsendung prominenter Berichterstatter macht aus dem Prozess auch ein Medienereignis. Erich Kästner befreit von Jahren der Isolation. Er zitiert das Tresengeflüster. Also, die Amerikanerin mit dem schmalen Kopf ist Erika Mann. Sie ist für die Londoner Zeitung Evening Standard hier. Und der große Mann dort drüben, ja, der mit dem Mondschein im Haar, ist John Dos Passos. John Dos Passos war damals einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Und er reiste bei Kriegsende im Auftrag der Illustrierten Live durch Europa. Man muss sich das so vorstellen, Deutschland galt ja als Reich des Bösen. Es wäre so, wie wenn man jetzt heute einen bekannten Schriftsteller nach Nordkorea schicken kann. Man wollte wissen, wie ticken die Deutschen, was ist da passiert, wie schaut es da aus? Scharfes Sonnenlicht lässt jedes Detail der Trümmerberge der alten Stadt der Spielzeugmacher und Meistersinger klar hervortreten. Auf einem leeren Fleck zwischen den Ruinen ist eine Gruppe Frauen in Mäntel und Pullover gehüllt und von einer Schar blonder Kinder umgeben, dabei Kartoffeln in einem Behelfsofen zu kochen. Wir fragen, wo sie wohnen. Sie deuten auf den Betoneingang eines Luftschutzkellers. Ein Stück weiter, die Straße runter, starrt uns ein frisch aufgemaltes Hakenkreuz entgegen. Die Bewältigung ihres Alltags verstellt vielen den Blick zurück. Mit wem wir auch sprachen. Jeder wies auf die furchtbare Zerstörung Nürnbergs hin. Sie konnten sich selbst nur als Opfer sehen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand Reue, Bedauern oder Verantwortung zeigte. Auf so jemanden trafen wir nicht. Nicht zu jener Zeit. Es gab auch keine Nationalsozialisten mehr. Es hat sich niemand dazu bekannt. Keine Parteimitglieder mehr. Ja, die SS-Leute haben sich dieses SS-Zeichen rausbrennen lassen unter den Armen. Jeder hat versucht, sein Leben zu retten. Wo? Die US-Journalistin Nora Wallen hat vor dem Krieg 4 Jahre in Hitler-Deutschland gelebt. Sie findet nur Mitläufer wieder. Unterwegs zum Gericht sahen wir Deutsche, die ihre Häuser und Geschäfte wieder aufbauten. So wie Hausfrauen, die geduldig in langen Schlangen um Lebensmittel anstanden. Für uns ist es schwer, die Deutschen zu verstehen. Warum habt ihr nicht selbst eingegriffen, hatte ich meine Zimmerfrau gefragt. Das konnten wir nicht, gab sie zurück. Wir waren in einem Teufelskreis gefangen. Wir schrien und jubelten und gehorchten. Es war einfach zu gefährlich, ihnen nicht zu folgen. Die Deutschen mussten sich jetzt von den Siegern belehren lassen, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen und falsch gelaufen ist im Land. Es war so wie ein Bohren in der offenen Wunde. Man wollte gar nicht so genau wissen, was passiert ist, weil das ja für den Einzelnen auch unangenehm war. Er hätte sich mit Problemen auseinandersetzen müssen, die eigentlich da vor Gericht verhandelt wurden. Doch dort bleibt selbst Gegnern der Diktatur der Zugang zur Anklagebank verwehrt, wie der Rückkehrer Willy Brandt bemängelt. Von Anfang an fragte ich mich mit manchen anderen, warum nicht die deutschen Antinazis wenigstens ihren Teil der Anklage in eigener Verantwortung vertreten konnten. Gab es kein Recht der deutschen Verfolgten auf Abrechnung mit ihren Peinigern? Ich hatte ja das Gefühl, eigentlich hätte jemand für das andere Deutschland mit am Tisch sitzen müssen. Das ging nicht aus vielerlei Gründen, auch aufgrund der Vorstellungen, die die Alliierten oder die 4 Mächte waren es ja, hatten von dem, was mit Deutschland geschehen sollte. Manche Beobachter und viele Deutsche betrachten das Tribunal als Siegerjustiz.
Diesem Vorwurf entgegnet der gebürtige Sachse Peter de Mendelssohn, der als britischer Staatsbürger wiederkehrt. Die Angeklagten bestreiten die Zuständigkeit des Gerichtshofs. Für das, was wir getan haben, sind wir nur unserem eigenen Volk verantwortlich. Millionen von ermordeten Russen, Zehntausende von verhungerten Franzosen, Hunderte von niedergebrannten griechischen, jugoslawischen und polnischen Dörfern gehen die Außenwelt nichts an. Nur ein Deutscher ist imstande, dergleichen wirklich ernsthaft zu glauben. Einer der Angeklagten, Hans Frank, war als deutscher Generalgouverneur mitverantwortlich für die Vernichtungspolitik im besetzten Polen. Einen Eindruck davon vermitteln Amateuraufnahmen, wie die US-Journalistin Janet Flanner beschreibt. Der angekohlte Rest des Films, der mit halber Geschwindigkeit vorgeführt wurde, zeigte jedoch mit hinreichender Deutlichkeit nackte jüdische Frauen und Männer, die sich mit albtraumhafter Würde unter den Schlägen und Tritten der lachenden deutschen Soldaten bewegten. Im Angesicht der drohenden Strafe zeigt Hans Frank sich reumütig und frömmig. Zu spät für zahllose Opfer. Wir rufen das deutsche Volk, dessen Machtträger wir mit waren, von diesem Weg zurück, auf dem wir und unser System nach Gottes Recht und Gerechtigkeit scheitern mussten. Frank sagte einmal, es wird 1000 Jahre dauern, bis die Welt den Deutschen ihre Untaten unter dem Nationalsozialismus vergibt. George Sackham, als Jude einst aus Hamburg geflohen, dolmetscht nun für die Anklage in US-Uniform. Damals, mit 21, wollte ich sehen, wie die Nazi-Anführer wirklich waren. Ich wollte wissen, wer imstande war, sowas zu tun. Und hatte doch das Gefühl, ja, du erlebst nun diesen Prozess. Jeder schildert, warum er tat, was er getan hatte. Doch die Millionen toter Menschen bringt es nicht mehr zurück. Ursprünglich wollten die Alliierten vorwiegend den Krieg ins Zentrum rücken, nicht staatliche Verbrechen gegen Zivilisten. Um so jeden Bezug zu vermeiden zu sowjetischen Vergehen oder Frankreichs Kollaboration mit den Besatzern. Doch der Wirkung von Filmaufnahmen aus den befreiten Lagern kann sich kein Prozessbeteiligter entziehen. Als US-Soldat hat George Sackham diese Bilder im thüringischen Lager Nordhausen mit eigenen Augen gesehen. Als meine Einheit Nordhausen befreite und ich sah, was Menschen einander antun können, fragte ich mich, wo ist Gott? Wie kann er all das erlauben? Es war einfach entsetzlich. Ich finde nicht, dass es jemand erspart bleiben sollte, die Filme zu sehen. Schlaflose Nächte. Es hilft aber nichts. Niemand darf aus der Wirklichkeit fliehen. Niemand darf sagen, dass wir daran nicht mehr denken. Es darf den Deutschen nicht gestattet werden, alles, was geschehen ist, als eine Art Naturkatastrophe zu betrachten. Was bedeutet es, wenn wir sagen, dass es barbarisch, sadistisch oder ohnegleichen in der Geschichte war? Die meisten Leute sind so geschaffen, dass sie den Verlust eines Menschen, den sie lieb haben, erfassen können. Sie können es begreifen, wenn von 10 Menschen oder von 100 die Rede ist. Aber Millionen? Ja, Millionen. Die Anklagebank, die war ja bei diesen Filmvorführungen, da war der Saal verdunkelt. Die war dann von unten beleuchtet und da konnte man die Angeklagten beobachten. Und dann also zu sehen, dass zum Beispiel also bei Ribbentrop erinnere ich mich, dass er demonstrativ wegschaute von der Leinwand und auch andere. Die wollten auch selbst dann nichts mehr wissen davon, von Dingen, die sie vermeintlich also nie gewusst haben, wie sie behaupteten.
Als der Filmbericht zu Ende war und die Scheinwerfer wieder aufleuchteten, herrschte eine Stille, in der man nur schweres Atmen hörte. Beobachtet der Berichterstatter Karl Anders. Man starrte schweigend mit nassen Augen auf die Angeklagten, die mit gesenkten Köpfen dasaßen. Doch die Betroffenheit schwindet rasch wieder. Wie Erika Mann registriert. Nachdem man den wohl vollständigsten und schockierendsten Dokumentarfilm, den es über die deutschen Gräueltaten gibt, im Gerichtssaal vorgeführt hatte, stellte sich heute heraus, dass alle Angeklagten eigentlich nur kleine Mitläufer waren. Wie der Rest ihrer Landsleute haben sie nichts getan, nichts gesehen und nichts gewusst. Sie alle sagen schrecklich, schrecklich, schrecklich und erklären, dass die wahrhaft Schuldigen gar nicht im Gerichtssaal seien. Hitler, Bormann, Himmler, Heydrich, die Vermissten, die Toten und die Abwesenden. Nein, die haben sich nicht gestellt. Wenn sie gefragt wurden von der Anklage, also dann wussten sie immer von nichts. Und das war nicht so und das nicht ihr Ressort und hat es einer auf den anderen etwas geschoben. Als Sekretärin der Verteidigung erlebt Elli Kupfer die Anführer von einst nun aus der Nähe. Ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, ja, das war so und wir haben das gemacht und das ist passiert. Nee. Es waren lediglich einige der grundsätzlichen Schaltfehler, wie sie in einer Diktatur wegen des Mangels an Kritik typisch sind, dass er nicht vorläuft. Im Verhör Hitlers Rüstungsminister. Albert Speer hat es immer geschafft, das so darzustellen, wie dass er sich unglaublich schuldig fühlt, so fasziniert gewesen zu sein von Hitler, aber gleichzeitig natürlich mit diesen schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus und des Holocausts gar nichts zu tun hatte. Wir wissen heute, dass er in unglaublich Verbrechen involviert war, in praktisch allen Stufen des Holocausts, aber er hat es wirklich geschafft, dass wie so in einer Teflonpfanne sich reinzuhalten, gleichzeitig immer wieder zu sagen, wie sehr er sich dafür schämt, dass er dem Hitler so auf den Leim gegangen ist und so spät erst gemerkt hat, was das für eine schreckliche Figur ist. Die Männer von Nürnberg, die das Zeug dazu mitbrachten, großzügig über das Schicksal vieler Millionen Menschen hinwegzusehen, sind in eigener Sache wesentlich verständnisvoller und mitleidiger. Die Anklage hat nicht nur Tausende von Dokumenten zusammengetragen, sie lässt Überlebende der Vernichtungslager erstmals öffentlich berichten. Eine von ihnen beschreibt der junge ostdeutsche Reporter Markus Wolf. Trotz ihres jungen Aussehens sprechen ihre Gesichtszüge, ihr ganzes Auftreten mehr als alle Worte von einer schrecklichen Leidenszeit. Im Zeugenstand nennt sie ihren Namen, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Wir haben herzzerreißende Szenen erlebt. Paare fürs Leben, die sich trennten. Mütter, die ihre älteren Töchter loslassen mussten, weil diese ins Lager kamen. Die Mütter und Kinder aber ins Gas. Ihr Auftreten war schon einer der mich auch persönlich sehr bewegenden Momente während des Prozesses. Und bei ihr spürte man also die innere Kraft, die sie noch bewahrt hatte. Und ich erinnere mich an einen Blick, den sie auf die Anklagebank warf. Jeden Morgen kniff ich mich, wenn ich den Gerichtssaal betrat, um sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Albtraum handelte. Ernst Michel, Korrespondent der alliierten Nachrichtenagentur DANA, hat als einziger der Journalisten Auschwitz am eigenen Leib erfahren. Nicht nur für ihn ist dieser Prozess mehr als nur Nachrichtenstoff. Ich starrte auf diesen Haufen. Ich konnte meine Augen nicht von ihnen abwenden. Das waren die Männer, die die Juden in Europa auslöschen wollten.
Manchmal wollte ich von der Pressebühne springen, um sie zu schütteln und ihnen ins Gesicht zu schreien: Warum habt ihr uns das angetan? Warum habt ihr meinen Freund Walter getötet? Warum habt ihr Leo, Janek und Chaim gehängt? Warum? Warum? Ernst Michel, der hat seine Artikel immer gezeichnet, Auschwitz-Überlebende mit der Nummer sowieso. Und diese Nummer war in seinem Arm eintätowiert. Und er saß mit dieser eintätowierten Nummer im Saal 600 und hörte sich die Geschichten an über Auschwitz. Und es ist natürlich also kaum vorzustellen, was in dem Mann ablief. Vor mir liegt ein Buch, ein Bilderbuch. Die Bilder sprechen für sich selbst. Sie sprechen vom Leben oder eher vom Tod der Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz. Es wiegt nicht viel, doch es ist die Geschichte von Millionen Mithäftlingen. Und heute, hier beim Nürnberger Prozess, wo die Verantwortlichen die Quittung bekommen, wiegt es viel. Sehr viel. Waren es Sadisten? Waren es Menschen ohne einen Funken des Mitgefühls und des Mitleids? Was hat sie dazu gemacht? Die Frage nach den Motiven eigener Landsleute bewegt gerade deutsche Prozessbeobachter. Auch den emigrierten Berliner Sozialisten Karl Anders, von der BBC nach Nürnberg entsandt. Vom Korridor vor dem Nürnberger Gerichtssaal führte eine schmale Steintreppe hinauf zu der Besuchergalerie. Eines Tages stieß ich etwas unsanft mit einem Mann zusammen, der mir plötzlich entgegenkam. Er war klein, etwa 40 Jahre alt, hatte einen blauen Anzug an und schien einer der kleinen Angestellten zu sein, die das Justizgebäude bevölkerten. Etwa eine halbe Stunde später sah ich den Mann im blauen Anzug im Zeugenstand wieder. Er nannte seinen Namen: Rudolf Höss, der Lagerkommandant von Auschwitz. Es ist eine erschreckende Feststellung, dass ein millionenfacher Mörder wie ein kleiner, braver und tüchtiger Angestellter aussehen kann. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Ich habe noch nie so jemanden getroffen. Er glaubte so sehr an den Führer und an Himmler, dass er alles tat, was sie ihm auftrugen. Himmler sagte mir, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Die Hauptstrategie der Verteidigung war: Befehl ist Befehl. Und in Deutschland hätten sie eben von klein auf gelernt, Befehle zu befolgen. Haben Sie selbst jemals angesichts Ihrer eigenen Familie und Kinder Mitleid mit den Opfern gehabt? Jawohl. Bei all diesen Zweifeln war immer wieder einzig ausschlaggebend der unbedingte Befehl und die dazugehörige Begründung des Reichsführers Himmler. Ich gehorchte dem Befehl des Führers und tat es aus Liebe zu Deutschland. Man hat diese Worte oft in Nürnberg gehört, von Generälen und KZ-Kommandanten. Ohne in den Begriffen einer persönlichen Verantwortung verankert zu sein, wurden Vaterlandsliebe und Gehorsam zum Vorwand, zum Betäubungsmittel für das eigene schlechte Gewissen. Was waren das für Menschen, die solche Dinge taten? Dass sie das Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr tun konnten. Aber er war nicht einfach ein Gefolgsmann. Er dachte wirklich, dass das, was er tat, richtig war. Die Verpflegung und Unterkunft war zu diesem Zeitpunkt wie in jedem anderen Gefängnis oder einer Strafanstalt des Reiches auch. Höss wusste sehr genau, was er tat. Diese Männer, die da alle auf der Anklagebank waren, die wussten sehr genau, was sie gemacht haben. Und sie waren sehr überzeugt davon. Aus Jahrzehnten historischer Forschung wissen wir heute, dass die Ideologie
des Nationalsozialismus dermaßen zentral war für das Handeln dieser Menschen, dass sie aus großer Überzeugung heraus das getan haben, was sie getan haben, und es deswegen auch sehr schwer war, von irgendeinem von ihnen in irgendeiner Weise sowas wie Reue zu hören. Die bedrückenden Erlebnisse im Gerichtsgebäude lassen die Prozessteilnehmer am Feierabend gern hinter sich. Die russisch-französische Schriftstellerin Elsa Triolet berichtet: Nach der Arbeit bringen Busse und Autos die Prozessteilnehmer zu ihren Unterkünften zurück. Man wird zu Abend essen, danach werden sich die Tanzsäle füllen. Man wird im Bleistiftschloss tanzen, im Grand Hotel. Der Marmorsaal des Grand Hotels ist jeden Abend gerammelt voll. Frauen und Männer in Uniform und in Zivil. Das waren alles amerikanische Offiziere oder die Zivilisten, wie mein Mann, der war ein Belgier und hat für die Übersetzungsabteilung der Verteidigung gearbeitet im Grand Hotel. Ich durfte da eigentlich gar nicht rein, weil ich eine Deutsche war. Und da war ich mit meinem Mann einmal zum Tanzen. Das war sehr nett, aber ich habe also sehr wenig gesprochen, weil ich nicht auffallen wollte, weil ich mir gedacht habe, na ja, vielleicht merkt man doch, dass ich ein Fräulein bin. Man sieht dort Juristen, Sekretärinnen, Übersetzer, die Presse, die Anklage tanzen. Und, das ist keine Legende, die Richter das Tanzbein schwingen. Richter Lawrence hatte ein Faible für hübsche Mädchen und tanzte mit seiner Sekretärin oder anderen. Warum auch nicht? Ich tanzte abends auch im Grand Hotel und werde daher wohl auch so manche Tanzpartnerin gehabt haben. Es war also nicht so, dass wir andauernd heulten oder über Drama und Genozid sprachen. Der Abend diente der Entspannung, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Der Lebenshunger ist groß. Viele sind jung. Krieg und Diktatur, die den Prozess bestimmen, haben bei den meisten der Beteiligten Spuren hinterlassen. Drinnen wie draußen. Jedes Mal, wenn ich dort war, spielte die Kapelle die Capri-Fischer. Und sehr dürftig bekleidete, sehr magere deutsche Tänzerinnen tanzten also zur Musik der Capri-Fischer, aber da gab es also keinerlei Erotik oder erotische Gefühle dabei. Man hätte eigentlich das Bedürfnis gehabt, denen einen Mantel zu geben, damit die nicht frieren. Das waren zwei Welten. Das zertrümmerte Nürnberg, die Trümmerfrauen, die Menschen, die also um ihr Essen kämpfen mussten, Hunger leiden mussten, teilweise schlecht angezogen waren. Und dann natürlich diese internationale Atmosphäre im Gerichtsgebäude. Nach 218 Verhandlungstagen, in denen 240 Zeugen aussagten und über 5000 Beweisdokumente verlesen wurden, bleibt den Angeklagten das Schlusswort. Allen voran Hermann Göring. Dass ich diese furchtbaren Massenmorde auf das Schärfste verurteile und mir jedes Verständnis hierfür fehlt, stelle ich ausdrücklich fest. Er ließ niemals Reue oder Verantwortung für irgendwas erkennen. Obwohl er doch die Grundlagen für die Judenvernichtung gelegt hatte, empfand er kein Schuldgefühl. Selbst nach all den Beweisen, den Filmen, er fühlte sich nicht schuldig. Für den jungen Reporter des Nordwestdeutschen Rundfunks, Gregor von Rezzori, ein Schlüsselmoment.
9 Monate lang hat man in Nürnberg in steigender Verzweiflung erwartet, dass auch nur einer von den Männern der angeklagten Bank heraustrete aus der Maske des banalen Durchschnittsmenschen. Aber es scheint nicht zu gelingen. Das Böse will sich nicht fassen lassen. Sie sind repräsentativer Durchschnitt. Ihre Dämonie ist die der totalen Fantasielosigkeit. Ihre Perversität ist die buchstabengetreue Auffassung von Vorschriften und Regeln. Sie haben ihrem Führer die Gefolgschaftstreue gehalten, durch dick und dünn und Nacht und Nebel. Nichts weiter. Ich habe eine Menge gelernt in Nürnberg. Ich sah die scheußliche und böse Seite des Menschen. Ob sie es nun für Geld, Macht oder aus Nationalismus taten. Ob sie ihr Land liebten oder die Ungerechtigkeiten des Ersten Weltkriegs wieder umkehren wollten. Aber wie sie der wirklich frevelhaften Lehre dieses Mannes verfallen konnten und ihn immer weiter gewähren ließen, das konnte ich nicht verstehen. Direkt hinter dem Gericht befindet sich das Justizgefängnis. Die Angeklagten warten dort auf ihr Urteil. Der Agenturjournalist Ernst Michel, Überlebender von Auschwitz, wagt den Gang in den Zellentrakt. An einem Nachmittag nahm ein Verteidiger mich mit zu der kargen Gefängniszelle, wo Hermann Göring seine Zeit absaß. Er sah mich an, machte Anstalten, mir die Hand zu geben, und ich stand da wie zur Salzsäule erstarrt. Wie konnte ich nur im selben Raum mit diesem Unmenschen sein und mit ihm noch ein Gespräch führen, rational, ohne eine Gefühlsäußerung? Sollte ich ihn anschreien, dass er dafür verantwortlich war, dass ich 6 Jahre in Lagern war? Sollte ich ihn für meine verlorene Kindheit verantwortlich machen, für den Tod meiner Eltern? Ich tat nichts dergleichen. Einem Impuls folgend stürzte ich plötzlich zur Tür und bat den Militärpolizisten, mich hinauszulassen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich musste weg. Das Gebiet um den Justizpalast ist für jeden Verkehr gesperrt. Jeder zur Schlussverhandlung Zugelassene muss eine vielfache Kontrollsperre passieren. Punkt 10 Uhr morgens betreten die Richter den Sitzungssaal. Der erste Teil der Urteilsverkündung beginnt. Und dann war ja ganz am Schluss, also am 1. Oktober, der Urteilsspruch für die einzelnen Angeklagten, das Strafmaß. Und ich musste ja, während die Urteilsbegründung verlesen wurde, mich ja dann auf meinen Schlusskommentar vorbereiten. Das Weltgericht hat sein Urteil gefällt. 12 Todesurteile, 7 Gefängnisstrafen und 3 Freisprechungen. Todesstrafen erhalten Schlüsselfiguren wie Feldmarschall Keitel, Außenminister Ribbentrop oder Reichsmarschall Göring, der dem Tod durch den Strang mit einer Giftkapsel zuvorkommt. Jedes Mal, wenn es hieß, der und der zum Tode verurteilt, empfand ich Erleichterung. Ich war froh, dass sie mit ihrer Verteidigungsstrategie nicht durchgekommen waren. Sie hätten nur Befehle ausgeführt. Rüstungsmanager Speer. Hitlers Nachfolger Dönitz. Oder Jugendführer von Schirach gelingt es, dem Strang zu entgehen. Hitlers Wegbereiter von Papen, sein Finanzverwalter Schacht und der Propagandist Fritzsche werden freigesprochen. Vielleicht war es ganz gut, dass es auch diese Freisprüche gab, obwohl sie vielleicht zu mild waren. Denn damit wurde dokumentiert, dass es sich hier eben nicht um einen Prozess handelte, wo am Anfang schon das Urteil feststeht. Und das ist ja sozusagen das Kriterium von einem fairen Prozess. Wer kann es heute noch wagen, über einen Menschen, eine andere Nation oder Hautfarbe verächtlich zu sprechen, nachdem er gesehen hat, dass solche Gedankengänge
zu der Ermordung von Millionen Menschen geführt haben. Wer kann sich noch einmal bereit finden, seine Freiheit aufzugeben und blind, ohne Überlegung, Befehlen irgendwelchen Abenteurer zu folgen? Markus Wolf ist eine sehr umstrittene Figur der Nachkriegsgeschichte, denn er hat es dann zu trauriger Berühmtheit geschafft. Er war der Chefspion der DDR. In dieser Funktion wird er einem anderen Nürnberg-Beobachter später zum Verhängnis. Eine Ironie der Geschichte will es ja, dass eigentlich indirekt Markus Wolf am Rücktritt von Willy Brandt schuld ist, denn ein Spion von Markus Wolf, der Herr Guillaume, hat ja Willy Brandt letztendlich dann zum Rücktritt gezwungen. Wir danken dir, Gunther. Erstmal herzlich willkommen. Im Gerichtssaal sind sich die künftigen Gegner im Kalten Krieg noch weitgehend einig. Gegen die Diktatur, für eine bessere Zukunft. Doch über den Weg dorthin spalten sich bald schon die Geister in Ost und West. War das Experiment von Nürnberg vergeblich? Nürnberg war extrem wichtig als juristischer Wegweiser. Aber hat das den Lauf der Welt verändert? Ich bin mir nicht sicher. Es ist auch unübersehbar, dass Gewalt, Politik und Machtverhältnisse weiterhin bestimmend sind. Das wird sehr langsam gehen. Mit der Urteilsbegründung endet der Jahrhundertprozess. Er hat das Recht über die Willkür gestellt und Zeichen gesetzt zur Warnung an künftige Kriegstreiber und Staatsverbrecher. Ich denke, es war ungeheuer wichtig, weil internationales Recht geschaffen wurde. Zum ersten Mal wurden Leute, die einen Angriffskrieg entfesselt hatten und Kriegsverbrechen begingen, zur Rechenschaft gezogen. Ich denke, das war eine sehr gute, sehr mutige Leistung von anhaltender Wirkung. Mit dem Ende des Tribunals hat auch der internationale Pressetross seine Arbeit getan und zieht weiter. Nicht ohne Zuversicht, wie Erich Kästner sie in Worte fasst. Eine neue Rechtsprechung, eine Wende in der Geschichtswissenschaft und eine Methode, nahende Kriege rechtzeitig zu erkennen und zu verhüten. Die Zahl der Nürnberger Aufgaben wächst. Es darf nicht nur diesmal gelingen, sondern in jedem künftigen Falle. Dann könnte der Krieg aussterben, wie die Pest und die Cholera. Der Wunsch nach Friede ist bei den Überlebenden so groß, dass er zuweilen noch die lahmste Hoffnung beflügelt.